Ulm in Schwarz und Weiß hat etwas mehr Spielanteile in der Anfangsphase, jedoch ohne wirklich gefährlich zu werden. Leo Cienza. Schöne Bewegung gegen Lockel Cienza mit dem ersten Abschluss der Partie. Der Techniker packt den Zinedine Zidane Gedächtnismove aus. Für Marco Antwerpen ist es das erste Auswärtsspiel als Waldhof-Trainer. Sein Team bleibt in den ersten 15 Minuten ohne eigenen Torschuss. Schreckminuten dann für den SSV. Leo Cienza muss mit Hilfe vom Platz begleitet werden. Das sieht überhaupt nicht gut aus beim Offensiv-Allrounder. Lukas Klünter trifft Cienza zuvor mit dem Knie im unteren Beckenbereich. Mehrere Minuten lang muss der Ulmer draußen behandelt werden. Dann läuft die 18. Minute. Waldhof Mannheim setzt sich erstmals etwas länger in der gegnerischen Hälfte fest. Und während die Regie noch schaut, wie es Cienza geht, zieht Hawkins einfach mal ab. Ortag wäre wohl da gewesen. Dennoch guter Versuch von Jalen Hawkins, einem von vier Neuen in der Startelf. Leo Cienza kann übrigens weiterspielen. 20 Minuten sind rum. Meier, dann Allgeier, Jans klärt vor die Füße von Cienza. Cienza gegen Lockel, Cienza mit der Führung für Ulm. Vor ein paar Minuten sah es noch so aus, als wäre eine Spielfortsetzung für ihn unmöglich. Jetzt trifft er sehenswert für die Gastgeber. Ein Antritt reicht, um Lockel komplett aus dem Spiel zu nehmen. Der Abschluss dann frech mit der Pike. Von Beckenschmerzen ist nichts mehr zu sehen. Siebtes Saisontor für den 25-Jährigen. Vom SV Waldhof muss ein wenig mehr kommen, um hier in Aalen etwas mitzunehmen für den Kampf gegen den Abstieg. Gahl überlässt für Allgeier. Allgeier, der überlässt unfreiwillig für den Gegner Jalen Hawkins. 1-1. Ein Aussetzer von Bastian Allgeier bringt Mannheim zurück ins Spiel. Viertes Saisontor für Jalen Hawkins in seinem ersten Startelf-Einsatz seit dem 9. Dezember. Entscheidend natürlich dieser völlig missratene Rückpass von Allgeier. Hawkins geht zielstrebig nach und bindet eine Schleife an das Gastgeschenk. Mit dem Ausgleichstreffer verändert sich das Spiel komplett. Ulm agiert immer passiver, Mannheim ist am Drücker. Terence Boyd, Ortag ist zur Stelle. Terence Boyd traf in den vergangenen beiden Spielen dreimal für die Kurpfälzer. Dem vierten Tor für den neuen Arbeitgeber steht Christian Ortag im Weg. Eine halbe Stunde ist zu diesem Zeitpunkt gespielt. Der Tabellen-17. Übernimmt mehr und mehr die Kontrolle im Spiel und stellt das Team von Thomas Wörle regelmäßig vor Probleme. Eine Minute danach. Die Kurpfälzer trauen sich mehr zu, auch wenn nicht alles wie gewünscht funktioniert. Bestes Beispiel, diese versuchte Direktabnahme von Beuth. Aber der SV Waldhof bleibt fokussiert. Hawkins, dann Segert, Filigran und Karls. Eine Szene wie beim Handball. Der Ball zirkuliert um den Torraum herum, bis sich eine Lücke zum Abschluss auftut. Es bleibt erstmal beim 1:1. In der Hinrunde siegte Ulm mit 2:0 in Mannheim. Beim SV Waldhof flogen damals Riedel und Jans vom Platz. Im Hier und Jetzt präsentiert sich Mannheim wie beflügelt. Locke auf Goden. Ortag im Ulmer Tor bekommt ordentlich zu tun in der Schlussphase der ersten Hälfte. Kurz vor der Pause berappeln sich die Gastgeber nach ihrem Powernap und starten noch einen Angriffsversuch. Cienza bekommt den Ball irgendwie zu Hiegel. Das ist es dann aus der ersten Hälfte. Beide Fanlager durften bislang einen Treffer bejubeln. Der zweite Durchgang ist keine drei Minuten alt. Lucien Havriluk sucht Riedel, der Druck von Allgeier bekommt. Riedel, es geht zurück über den Waldhofkeeper. Havriluk, Havriluk, das gibt's doch nicht! 2-1 Ulm, Dennis Cienza. Der nächste grobe Aussetzer, das nächste geschenkte Tor. Havriluk weiß es natürlich am besten, das ist sein Ding. Schon der erste Ball auf Riedel ist riskant, da Ulm hoch verteidigt. Und dann verpennt Havriluk einfach, dass Cienza ihn anläuft. Eine Sekunde zu lang gezögert, das wird sofort bestraft. Cienza bringt die Spatzen wieder in Führung. Kann Mannheim erneut antworten? Das ist die große Frage. Zeit dafür gibt es noch genug. Kobylanski auf Hawkins und Riedel. Beinahe der erneute Ausgleich. Der Innenverteidiger ist kopfballstark,
wartet aber noch auf sein erstes Pflichtspieltor für Waldhof Mannheim. Das Spiel ist ausgeglichen in dieser Phase. Das ganz große spielerische Feuerwerk ist es nicht, aber es geht hin und her. Die Gastgeber kommen mit Cienza. Torschütze, Ideengeber. Schöner Steckpass auf Rösch. Riedel klärt vor Cesar. Noch ist das Team von Thomas Wörle auf Kurs. Bei den Gästen ist mittlerweile Okpala für Goden gekommen. Frische Beine sollen also den Angriff beleben. Das ist der 19-jährige Kennedy Okpala. Okpala, Kobylanski und Hawkins. Die Chancen sind da, nur kommt insgesamt zu wenig Ertrag dabei rum. Mannheim rennt weiter dem Rückstand hinterher. Auf der anderen Seite begibt sich Ulm immer wieder auf die Suche nach Möglichkeiten, für klare Verhältnisse zu sorgen. Der Aufsteiger spielt sowieso schon eine überragende Saison. Ein Sieg heute und das Thema Aufstiegsrelegation könnte in den kommenden Wochen wirklich ein Thema werden. Was für eine Entwicklung. Cessa auf Brandt, der scheitert an Havriluk. Brandt, wie so häufig, mit einer grundsoliden Leistung im Mittelfeld, das erste Saisontor lässt noch auf sich warten. Marco Antwerpen droht die erste Niederlage. Etwas mehr als 10 Minuten sind noch zu spielen. Und die Gastgeber suchen den Weg nach vorne. Nach dem Fehlpass von Abi Fade. Er eingewechselt, dann mit dem Foul gegen Cienza und dem zweiten Foul gegen Rösch. Das ist dann des Guten zu viel. Freistoß aus sehr ansprechender Situation für Ulm. Abi Fade schmeckt das nicht, die Entscheidung aber korrekt. Wer macht's? Cienza mit rechts oder der eingewechselte Ludwig mit links? Ludwig übernimmt und wie? Traumtor 3-1. Andreas Ludwig, wenige Minuten zuvor erst für Brandt gekommen, packt ganz tief in die Zauberkiste. Perfekt geschossen, perfekt platziert. Havriluk kann nur staunend zuschauen. 3-1, wir springen in die Schlussphase. Die personellen Wechsel bei Mannheim haben nur kurzfristig Schwung gebracht. Abi Fade nochmal mit einem Eckball. Abi Fade, Terence Boyd, nein. Der Stürmer bleibt ohne Treffer an einem gebrauchten Tag für Waldhof Mannheim in Aalen. Der Tabellendritte aus Ulm setzt seine starke Heimserie fort und gewinnt mit 3-1.